Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Leben. Und ihr seht es schon, hinter mir ist mal wieder etwas richtig Großes entstanden. Und zwar diese, ja, Mauer, die ich hier schon so halb angefangen hatte. Ich hatte da auch ein bisschen Hilfe für gehabt. Also ich habe das nicht ganz allein gebaut. Ich denke mal, ich werde das Ganze um mein ganzes Grundstück lang ziehen. Muss ich mal schauen, ob ich das überall so hoch mache. Ich muss echt mal gucken, weil das ist sehr, sehr ressourcenaufwendig. Ihr seht, das ist wirklich sehr groß. Und ja, das verbraucht doch schon mehr Blöcke, als ich eigentlich ursprünglich eingeplant hatte. Das Ganze wird ja auch noch auf der anderen Seite gebaut. Das ist ja das Problem. Das ist ja nicht nur vorne, sondern auf der Rückseite muss man diese Mauer ja dann auch nochmal bauen. Ja, doch, das wird schon sehr, sehr fett. Ich denke mal, ich werde das innen drin hohl lassen. Das wäre dann einfach viel zu viel, ey. Wie viele Blöcke bräuchte man dann dafür? 1000 Stück oder so, ey. Also pro Höhe hier, das ist ja, wäre nicht mehr normal dann. Ja, ich werde das auf jeden Fall um mein ganzes Grundstück ziehen, diese Mauer. Hier in der Mitte wird dann wahrscheinlich noch ein Burgtor reinkommen. Ich guck mal, ich werde das wahrscheinlich auch vollautomatisch machen. Und ja, sobald ich die Mauer dann so grob fertig habe, beziehungsweise sobald ich den Umriss hier einmal drumherum habe, ich werde das nämlich in den nächsten Folgen oder ich werde das generell mal später noch machen, so einen Umriss, wo in etwa die Mauer verlaufen soll. Weil dann, Leute, dann wisst ihr auch, wo ihr bauen dürft. Also vor der Mauer dürft ihr ja dann bauen, weil das dahinter ist ja dann mein Grundstück da. Darf halt keiner einfach so bauen, das habe ich ja schon öfters, denke ich mal, gesagt. Auf jeden Fall dürft ihr dann vor der Mauer auch gerne was bauen. Aber wie gesagt, erst wenn ich diese Markierung dann gemacht habe, ja. Mehr als diese Mauer habe ich, glaube ich, jetzt auch nicht gemacht. Also, was heißt mehr nicht? Die Mauer ist echt sehr, sehr aufwendig. Genau, hier ist auch noch eine Spendenkiste. Ich habe jetzt auch mal hier ein bisschen was geändert. Und zwar könnt ihr jetzt, wenn ihr hier zu meinem Grundstück kommt und mir unbedingt was geben wollt, könnt ihr das einfach in die Kiste tun. Zack, ich tue mal hier das Dia-Schwert rein und ihr seht schon, es wird jetzt rausgenommen. Und ich kann das dann von hier hinten einfach aus der Kiste wieder nehmen und ja, so könnt ihr mir die Spenden geben. Das heißt, kommt ja auch kein anderer dran, weil hier darf ja sowieso keiner hin und wenn doch, ne, dann gekickt oder tot. Ja, deswegen könnt ihr mir da auf jeden Fall die Sachen geben und ja, keine Ahnung, wer mir was spenden möchte, der kann das da jetzt gerne tun. Genau, die Mauer ist relativ schlicht gehalten. Ich wollte jetzt nichts großartig an Details verbauen. Also klar, es sollte schon ein bisschen nicht eintönig aussehen. Deswegen habe ich jetzt hier auch ein bisschen so andere Blöcke reingebracht. Ich habe die Mauer auch ein bisschen nach einer Vorlage gebaut. Also ich baue die ein bisschen nach einem Tutorial nach. Weil Mauern, ja, so große Mauern mit vielen Details. Ich weiß nicht, ob das so gut passt. Wirklich. Und bei den Mauern hier habe ich jetzt auch noch so gemacht, dass man hier so ein kleines Loch hat. Denn da könnte man dann rein theoretisch Pfeile runterschießen, wenn hier irgendwelche Gegner oder irgendwelche Monster sein sollten. Da werden wahrscheinlich auch noch Falltüren reinkommen. Ja, keine Ahnung, mal schauen, wie sich das Ganze noch ergeben wird. Auf jeden Fall, Leute, wer was spenden möchte, kann das jetzt gerne hier in der Kiste tun. Hier steht auch nochmal, Stopp, ab hier betreten verboten, sonst Kick ist, denke ich mal, klar. Das ist auch nochmal für alle, Leute. Ihr dürft keine fremden Grundstücke betreten oder in fremde Kisten reingucken. Auch reingucken, das ist auch schon verboten. Wer dabei erwischt wird, der wird gekickt, weil es kann ja jeder sagen, der hat nichts draus genommen. Aber es muss ja nicht der Wahrheit entsprechen. Das wollte ich jetzt nur mal gesagt haben. Geht nicht auf fremde Grundstücke und öffnet auch keine fremden Kisten, die euch nicht gehören. Sei denn, ihr habt die Erlaubnis dafür, aber das ist ja auch eher selten der Fall, dass man die Erlaubnis auf einmal hat. Naja. Weil da gibt es ja dann immer irgendwelche Leute, die irgendwas klauen und... Ach, ihr kennt das Theater, Leute, ihr kennt es. Ja, es ist gerade Nacht auch. Ich wollte das Ganze eigentlich bei Tag zeigen, ja, habe ich aber auch, glaube ich, gerade, ne? Ja, die Mauer werde ich, denke ich mal, auch noch ein paar Folgen bauen. Wir können das ja jetzt auch ein bisschen schon mal machen. Aber nur so ein bisschen erstmal. Weil es ist halt überall eigentlich dasselbe dann. Halt immer die Blöcke hochziehen. Ich habe jetzt in etwa das Design... Ich muss auch mal schauen, wie ich da oben diesen Weg mache, wo man drauf läuft. Ob ich den da aus Stein lasse oder ob ich da irgendwas anderes benutze. Muss ich mal schauen. Ich habe hier hinten auch so provisorische Erdtreppen rangebaut. Ist ja ein bisschen schwierig, das immer im Survival zu bauen. Und die Blöcke vor allem sich da auch zu besorgen. Weil, ne, es sind ja sehr, sehr viele Sachen. Also sehr, sehr viele Blöcke, die man hierfür braucht. Ich sollte das hier vielleicht auch mal ein bisschen noch ausleuchten. Nachher kommt nämlich noch ein Monster hier und stört uns dann bei der Arbeit. Das wäre natürlich auch nicht so schön. Genau, es kam jetzt auch wieder länger kein Video. Das lag einfach daran, dass ich zurzeit andere Sachen zu tun habe. Was genau ist, ist, denke ich mal, jetzt nicht so wichtig zu erwähnen.
Jedenfalls hatte ich jetzt mal wieder eine Woche oder so nicht wirklich Zeit gehabt, Videos zu machen. Deswegen jetzt auch diese kleine Pause. Aber Leute, mehr als eine Woche ist das auch nicht bei mir, wirklich. Manchmal gibt es so Zeiten, da kann ich dann einfach nicht, da... Ja, da ist das dann so. Aber in Normalfällen kommt ja jeden zweiten Tag hier ein Video. Das war jetzt halt wieder die Woche, hatte ich echt einiges zu tun. Ging leider nicht anders, Leute. Aber naja, jetzt bin ich ja wieder zurück. Nach einer Woche, wow, das war ja so lange. Nee, das war eigentlich... Ich denke mal, das war auszuhalten, ey. So, ich habe halt auch nicht immer Zeit. Es ist, denke ich mal, auch irgendwie verständlich. Ich mache eigentlich immer nur irgendwas für YouTube, also... Nee. Hab ja auch noch anderes zu tun, so. Genau, das hier sind übrigens gemeißelte Steinziegel, die ich hier sozusagen für kleine Details noch verwende. Ist halt ein bisschen schwierig, in dem Texture Pack sehen die Steine irgendwie alle relativ ähnlich aus, abgesehen jetzt mal hier von dem Pflasterstein. Der unterscheidet sich doch schon ein bisschen noch von dem normalen. Aber sonst farblich sind die wirklich fast gleich. Weil ich glaube, in dem normalen Texture Pack, da sind die Steine ein bisschen heller und dunkler. Aber hier sind die wirklich irgendwie komplett gleich, also farblich. Keine Ahnung, was da los ist. Oder keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, Mann. So. Boah, aber das wird bestimmt so episch aussehen, wenn die Mauer fertig ist. Und Leute, wenn ich den Umriss habe, und das wird auch nicht mehr lange dauern, dann könnt ihr auch gerne in meiner Nähe bauen. Habe ich ja eben schon gesagt. Dann könnt ihr vor der Mauer gerne bauen, aber bitte nicht da drinnen. Da drinnen ist dann mein Grundstück. Aber bitte wartet noch, bis ich den Umriss fertig habe. Das seht ihr ja, wenn ihr dann selbst in der Lebenwelt seid. Oder halt spätestens in einer Folge, wo ich das dann zeige. So, und nochmal, falls ihr nicht wisst, wie ihr mitspielen könnt in Minecraft-Leben, kommt einfach in meine PS4-Community rein. Die heißt auch EasyGamer3000. Und da schreibt ihr dann einfach eine Nachricht mit Hashtag Leben. Also ihr schreibt einfach Hashtag Leben und dann sollte das auch alles klappen. Weil manche haben das irgendwie immer noch nicht mitbekommen. Aber ist ja noch nicht schlimm. Also jetzt haben ja nicht alle jetzt das Video gesehen, wo ich das da erwähnt hatte. Deswegen sage ich das jetzt nochmal. Kommt einfach in meine PS4-Community rein. Ist auch öffentlich. Da könnt ihr einfach so reinkommen. Da schreibt ihr dann einfach Hashtag Leben und zack. Solltet ihr dann noch Rechte bekommen. Das kann manchmal auch einen Tag dauern. Das sind ja dann doch einige Nachrichten, die ich manchmal da lesen muss. Wie gesagt, ich habe ja auch einiges anderes zu tun, deswegen kann das sein, dass das auch mal einen Tag dauert und ihr nicht direkt Rechte habt, aber ihr bekommt auf jeden Fall Rechte, wenn ihr Hashtag Leben halt geschrieben habt. Das Ganze machen wir einfach nur aus dem Grund, damit wir nicht mehr so viele Griefer oder so viele Leute haben, die einfach nur Unsinn machen, wirklich. So macht das ja auch keinen Spaß, ey. Spielt doch einfach normal, Leute. Ich verstehe das nicht. Dass es Leute gibt, die ja Sachen kaputt machen oder klauen. Es ist wahrscheinlich sowieso nur Neid, ganz ehrlich. Es ist wahrscheinlich einfach nur Neid. Aber das wollen die Leute einfach nicht zugeben. Weil ihnen das nämlich peinlich ist. Aber es ist einfach Neid. Deswegen wollen die immer uns den Spaß hier verderben. Aber leider klappt das nicht so gut, wenn man euch ja dabei hat. Die meisten von euch melden ja auch immer dann die Leute schön in der Community. Ja, und so sind die Griefer dann auch eigentlich immer sehr schnell raus wieder. Also keine Ahnung, was das bringen soll, aber ja gut. Muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Oh Mann, ey, ich reg mich auch jetzt schon wieder zu viel über alles auf. Aber so ist das halt. So, zack. Man könnte ja auch irgendwie noch Lehmblöcke oder so verbauen in der Mauer. Ich weiß nicht, ich muss dann noch schauen. Wir werden erstmal die Mauer so bauen, wie wir sie jetzt eingeplant hatten oder wie ich sie jetzt eingeplant hatte. Ja. Wird auf jeden Fall cool aussehen, denke ich mal, wenn das einmal rundherum um das Grundstück ist. Ich weiß nicht, vielleicht baue ich das auch nicht ganz ums Grundstück. Aber es wird schon eine sehr, sehr fette Mauer werden. Ihr seht ja auch, es ist sehr hoch. So, ich muss mal kurz ein paar neue Steinziegel machen. So, ich habe mir auch gedacht, vielleicht... Oh, da ist gar keine Kohle drin. Moment. Ich habe mir auch gedacht... Oh Mann, jetzt haben wir keine Kohle, Alter. Kurz welche holen, ey. Ja, ich habe mir auch so gedacht, dass wir hier vielleicht noch eine Burg oder so bauen. Muss ich mal gucken, ob ich da einen Platz für finde. Und ja, keine Ahnung. Also es ist wirklich noch einiges geplant, ey. Oh, Leute, es gibt noch so viel zu tun. Es ist krass. So. Jetzt brauche ich mal kurz Kohle hier. Nee. Ein Kohle, wow.
Das bringt mir sehr viel. Hä? Wo ist denn jetzt die Kohle hin, hä? Alles klar, hier ist auch nichts. Und ja, ich weiß, ich habe das schon öfters gesagt, ich will noch die Sachen sortieren. Ah, hier, guck mal. Ich will die Sachen noch öfters sortieren, ich will die Sachen öfters sortieren. Sorry, Leute, ey. Das kommt davon, wenn man mal wieder nach lang eine Aufnahme hat. Ich wollte gern die Sachen noch sortieren, das habe ich öfters gesagt, genau so. Damit wir die halt auch mal schneller finden. Ich habe ja unten das Lager schon angefangen. Da habe ich auch nochmal übrigens was geändert, aber ich glaube, da hatte ich jetzt nur die Schilder entfernt. Die Schilder, die hatte ich da nochmal weggemacht. Die wollte ich auch nochmal neu machen. Sobald das auch fertig ist, haben wir endlich mal alles in einem besseren Überblick. So, jetzt mal kurz hier die Kohle reinpacken. Zack. Ach komm, warum nicht? Ach guck mal, da ist sogar noch was. So, einfach die ganzen Steine hier verballern. Wir haben ja sowieso genug. Genau, falls ihr was spenden wollt, könnt ihr ja vor allem auch Steine in die Kiste tun. Also, in die Kiste. Hier dürft ihr ja nicht mehr lang, Leute. Ja, da könnt ihr dann gerne ein paar Steine reintun, weil die brauchen wir im Moment wirklich dringend für die Mauer. Und je schneller die Mauer fertig ist, beziehungsweise je schneller ich das ganze Jahr ja den Grundriss gezogen habe, umso eher könnt ihr dann hier halt auch in der Nähe von mir bauen. Deswegen ist das ja produktiv auch für beide Seiten. Aber bitte dann auch nur so Baumaterialien oder so spenden. Jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit Diamanten oder so reintun. Das ist jetzt auch nicht das, was ich damit erreichen will. Ich will mir das ja auch noch irgendwie alles selbst erfahren. So Blöcke, okay. Davon brauchen wir sowieso noch so viele. Die gehen uns eh direkt wieder aus. Aber bitte keine Erze oder sowas. Die will ich mir dann doch lieber selbst erfahren. So. Oh Gott, falsche Zeile, ey. So. Man könnte ja auch sogar innen drin noch irgendwelche Geheimgänge bauen. Boah, das wäre auch eine coole Idee, ey. Oder irgendwelche Fallen. So. Zack. Hier bei dem Wasser übrigens, da werde ich wahrscheinlich auch noch eine Art Brücke bauen. Beziehungsweise werde ich hier nicht die Mauer einfach strikt durchziehen. Das könnte ich natürlich machen, aber das Ganze soll ja noch ein bisschen an die Landschaft angepasst sein. Die Mauer soll euch ja nicht komplett von meinem Grundstück oder so ausgrenzen. Es soll das halt nur so ein bisschen markieren. Deswegen, ich wollte da eventuell so eine Art kleine Bogenbrücke oder sowas bauen, dass man halt da oben weiter noch lang gehen kann, aber hier unten so zwei oder drei Bögen drin sind. Und dann kann man hier einfach mit dem Schiff durchfahren. Das wäre natürlich auch eine coole Idee. Dass man das Ganze dann noch irgendwie so mit dem Hafen verbindet. Okay, der Fluss geht jetzt sowieso nur hier vorne einmal drumrum, aber könnte man eigentlich sogar machen. Genau. Boah, wie geil das wäre. Hier hinten beim Wasser könnte man einfach noch eine Brücke drüber bauen. Ey, Alter, das wäre so eine geile Idee. Das ist so eine perfekte Insel hier. Es ist ja sogar auch hier eine Insel. Sozusagen die Eingangsinsel. Boah, ey, das ist so perfekt. Leute, das wird so geil aussehen, wenn das alles fertig ist. Ich sag's euch, ey. Das wird so nice. So, mal eben noch die Blöcke machen. Genau. Ich glaube, wir sind auch wieder am Folgenende angekommen, Leute. Komm. Wir verbauen noch kurz die letzten Blöcke. So, Moment mal kurz hier. Muss man mal wieder ein bisschen hier Hilfsblöcke platzieren. Also die Mauer wächst auf jeden Fall langsam. Ich werde nachher auch auf jeden Fall noch ein bisschen hier weiterbauen. So, das waren erstmal die letzten Blöcke. Ich mache mir gleich noch neue. Naja, Leute, ich würde sagen, das war's auch für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine kleine Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Minecraft Leben. Bis dann, Leute, haut rein und ciao, ciao. Yeah.